meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hi, mein Name ist Katrin und normal gibt es hier ganz viele Hauls und solche Geschichten, aber hier und da gibt es auch ein aufgebraucht Video, die meistens in kleinen XXL-Formaten enden und in kleinen Eskalationen enden, da ich meistens schon ganz schön viel wegschrote. Diesmal ist es halbwegs übersichtlich. Ich bin in Lava-Laune, Leute. Das heißt also, selbst wenn hier nicht viel drin ist, könnte es wieder sein, dass ich euch ganz schön ein ans Ohr quassel, weil mir etwas besonders gut gefällt oder gar nicht gefällt oder halt diese OK-Produkte. Wer kennt sie nicht? Diese kann man machen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall starten wir das Ganze einmal und ich habe hier verschiedene Kisten durcheinander Kram hier einmal mit drin. Ich weiß gar nicht, ich habe die kleinen Kisten hier einmal vor mir. Deswegen würde ich sagen, starte ich direkt mit Skincare-Produkten, die hier einmal drauf liegen. Eins dieser Skincare-Produkte zeige ich euch hier gleich am Anfang. Das hat mich so abgeholt, weil das meine Haut so ein bisschen gerettet hat. Das ist hier dieses Tonic von Dalton. Da habe ich ja auch ein Video für euch gemacht, wo meine Haut wirklich, ich konnte sie nicht mehr sehen. Sie hat so, ich meine, ich habe jetzt auch meine Mini-Pickelchen hier am Start, weil einfach wieder die Erdbeerwoche am Start ist. Und ne, das bleibt nicht aus, da hilft das beste Mittel meistens nichts. Aber das hat mir geholfen, meine Haut auch wieder so ein bisschen in Balance zu bringen. Und zwar dieses Derma Control Clear Skin Purifying Tonic, ne? Einmal das hier, wie gesagt, da gibt es auch, wenn euch das noch mehr interessiert, das ist immer cool, wenn ich solche Videos habe, könnt ihr auch da einmal reinschauen. Wenn ihr möchtet, bekommt ihr auch derzeit bei Dalton 20% wieder mit meinem Code. Ich blende ihn euch einfach hier einmal ein, aber wenn ich Codes habe, die stehen sowieso auch unten in der Infobox. Auf jeden Fall, das hier war sehr, sehr toll, weil das halt meine Haut, ich habe ja trockene Haut, ne, hier einmal vorweg, nicht ausgetrocknet hat. Das ist nämlich ein Tonic, was trotz, dass es gegen Pickel ist und gegen Hautunreinheiten ist und diese halt beseitigt, eure Haut nicht austrocknet. Halt eben auch, weil kein Alkohol und nichts drin ist. Also wenn ihr da trockene Haut habt und trotzdem was braucht gegen eure Pickelchen, die man halt eben trotzdem hat, dann seid ihr hier sehr, sehr gut mitgefahren. Also ich mochte das sehr gerne leiden. Dann ein, das ist auch, oh mein Gott, das ist aus derselben Linie. Ich packe euch das hier mal gerade dazu. Ist bei mir immer im Einsatz, wirklich immer, immer, immer und auch so eine Empfehlung von mir. Auch das seht ihr dann in diesem Video, auch wie ich das anwende, weil ich benutze das nicht punktuell auf einen dicken, fetten Oschi, der sich gerade breit macht, sondern benutze das wie ein Gesichtswasser und drücke mir das so in die Haut auf diese Stellen, wo ich immer habe, wo ich Unreinheiten habe. Das ist halt bei mir am Kinnbereich, Stirnbereich und da habe ich viele, viele Unterlagerungen. Da hilft mir das super und ist bei mir, wie gesagt, immer, immer, immer im Einsatz. Mag ich super gerne leiden. Ich weiß, ihr mögt das auch sehr, sehr gerne und ist, glaube ich, auch so ein kleines Nachkaufprodukt immer wieder von euch, genauso wie von mir. Deswegen einmal das hier auch leider wieder leer geworden. Und ich habe natürlich wieder eins im Einsatz. Dann habe ich hier, oh mein Gott, Leute, ich habe es lieben gelernt. Wir sind wieder hier. Ich bin so ein kleines Toner-Girl. Und hier ist so ein toller Toner. Der ist in dem Falle von Yepuda. Und die haben auch tolle Produkte. Leute, kann ich euch auch echt ans Herz legen. Ich sage immer, ich mag ja nicht alles von den verschiedenen Marken. Und so ist es auch hier. Und das war halt so ein Teilchen, da war ich so, ich weiß nicht. Aber das spendet so toll Feuchtigkeit. Ich mag diesen Sprühstahl davon nicht gerne. Den mag ich einfach nicht. Keine Ahnung, das ist mir zu, also da müsste ich ganz viel Abstand halten, damit das angenehm auf mein Gesichtchen prasselt. Aber ich mag halt die Wirkung davon sehr gerne. Ist hier dieses The Mist Have, ne? Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Mit Hyaluronsäure, Acid, Lavender, Lavendel und
Das riecht auch nicht so extrem nach Lavendel. Könnt ihr bei Antje schauen, selbst Antje, die ja Lavendel überhaupt nicht gerne mag, mag das hier unheimlich gerne. Und ich eben auch, habe ich euch auch schon in meinen Nachkaufhäusern erzählt, meine ich. Weil da habe ich mir nochmal dieses The Mist Have geschnappt. Auch bei Jepoda gibt es übrigens einen dauerhaften Code. Wenn ihr da irgendwas benötigt, könnt ihr auch da mit derzeit 20% nämlich zuschlagen. Ich hebe mir auf jeden Fall diese kleine Flasche auf, weil ich die sehr, sehr praktisch finde. Ich mag das, dass die immer so in Glasflaschen daherkommen. Und ich habe da viele schon, wo ich einfach weiterverwende. Auch von The Calm Balm zum Beispiel. Da habe ich tatsächlich meine Haarspangen und sowas drin. Ne? Also da immer viele Ideen, natürlich sehr nachhaltig. Und wir sind bei Jepoda auch cruelty-free und ohne nasty Gedönse. Dann habe ich hier, oh mein Gott, ich trauere, eine Foundation, weil ich habe euch hier auch Make-up gerade mit dazu geschmissen, ist einmal wieder leer gegangen bei mir und das ist ja eine von meinen Top 5 Foundations, die mag ich unheimlich gerne, ist hier von der Marke Nee Make-up, diese Absolute Perfection Foundation mit Vitamin E. Ich bin so begeistert von dieser Foundation. Die lässt mich immer so easy peasy, schön strahlend aussehen. Die spendet gleichzeitig so schön Feuchtigkeit. Ich glaube, das ist auch durch dieses Vitamin E. Ihr könnt die ganz leicht mit dem Pinselchen einmal zack zack auftragen, geht mit dem Schwämmchen drüber. Ihr seht so, so gut aus. Ich kriege da auch immer sehr viele Komplimente, wenn ich die drauf habe. Ich habe übrigens im Normalfall die Farbe Nude, ne? Ich kann euch das auch mal zeigen, die ist halt leider leer, aber man sieht es glaube ich hier ganz gut, welche Farbe das ist. Ein sehr schöner, neutraler Ton, wie ich finde, eine sehr angenehme Textur, eher flüssige Foundation und die Marke Nee, wisst ihr ja vielleicht auch, gibt es auch bei Dalton übrigens. Also da gibt es viele tolle Produkte, könnt ihr gerne auch mal reinschauen, habe ich mir auch gerade noch was nachgeordert. Ne? Wenn ihr möchtet, auch darauf gibt es nämlich 20% und die ist safe, also wirklich safe, eine klare Empfehlung. Und ich bin, was Foundation angeht, ja, gerne mal hier und da am Testen, aber bei Hautpflege sowieso auch. Was ich auch immer gerne teste, ist Zahnpasta. Deswegen einmal diese kam zum Einsatz. Die hatte ich aus dem Topmodel Adventskalender. Sehr lustig, weil die so pink ist. Also ich zeige euch das einmal, das sieht man ja hier. Ne? Das ist so eine pinke Zahnpasta von Perlweiß, White and Glossy, für sofort weißere aussehende Zähne und strahlenden Glanz. Nö. Also das hatte ich nicht. Ich fand die aber ganz angenehm vom Geschmack her. Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Zahncreme für mich. Leute, ich muss ja auch diese Paradontax, die ich immer benutzen muss, die ist unspektakulär. Die schmeckt mir auch nicht. Deswegen, ich brauche da einfach Abwechslung in meinem kleinen Zahnpasta-Leben und greife dann immer gerne hier zu solchen Geschichten. Wie gesagt, die war, da sind wir bei dem Thema, ne? Ich meine, Perlweiß ist auch nicht gerade günstig, ne? Da muss man noch den Preis dazu ziehen und dann wäre das so. Und trotzdem noch ein okay Produkt, das heißt, die geht durch. Aber ich würde wahrscheinlich eine andere Sorte davon eher holen. Ne? Dann habe ich hier, ich weiß nicht, warum sie hier gelandet sind. Egal. Ich habe, ach Gott, ich habe es schon mal gesagt. Ne? Ich habe hier noch ein paar. Ich habe hier überall immer diese, oh mein Gott, Katrin, ich gehe mal in die Maskenabteilung über. Also da habe ich echt viele, viele von gemacht. Ich bin nämlich die Queen der Augenringe. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich hier gute Augenpads habe. Und diese wundervoll grünen, die teilweise noch ein bisschen andere Krähenmaske mit drin haben und so. Deswegen die Verfärbung dabei. Die sind auch von Jepoda. Leute, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich feiere die total ab. Ich liebe die. Die halten super. Die spenden Feuchtigkeit. Ich
mag die so gerne leiden. Ich finde, da hat Jeepo da sowas Großartiges rausgebracht. Und die sind so hauchdünn, sind größere Augenpads. Und auch da gibt es ein Video, wenn ihr mal genauer nachschauen möchtet. Die sind halt richtig schön groß. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil ich natürlich nicht nur direkt unter den Augen hier ein bisschen aufgefüllt haben möchte, sondern auch so in diesem Bereich sieht das bei mir manchmal ein bisschen, ne, nicht so schön aus. Und die machen halt alles mit, ne? Ich mag das, wenn die an Ort und Stelle bleiben und mir nicht ans Kinn wandern. Und wie gesagt, danach die Haut sieht immer so schön aus, mag die gerne leiden. Und da muss ich wirklich sagen, sind welche von den besten Augenpads. Und ich habe noch andere beste Augenpads, die ich euch hier auch einfach mal gleich mit reinhalte. Ich schaue mal gerade durch. Ich meine, ich hätte auch noch andere mal nochmal gemacht. Aber was bei mir auch immer so ein Must-Have ist, weil ich wirklich und das hier und Yipoda Platz 1 im Moment bei mir und die mag ich unheimlich gerne, sind auch von Dalton diese Hydrogel-Augenpads. Auch aus demselben Grund, Claudi sagt das immer so schön, da könnte man, und ich möchte immer noch das Video sehen, wie Claudi da steht, die Augenpads drauf hat und kopfüber staubsaugt. Würde ich echt gerne sehen. Ich traue mich selber nicht, das zu machen. Ich kriege keinen Handstand mehr hin. Aber ihr könntet das. Und das Coole ist gleichzeitig auch, ihr habt dieses, und bei mir ist das halt wieder, da sind wir bei meinen wundervollen Augenringen, diese Augenringe verschwinden bei mir durch die sehr, sehr gut. Ne? Gerade wenn ich so richtig fahl unter den Augen bin, sind das immer so kleine Retterchen. Auch diese kleinen Fältchen, die man halt nun mal hat und auch Trockenheitsfältchen, natürlich wird das aufgeplant. Ich habe, oh mein Gott, es gibt ja ein paar Videos, wo ich da morgens im Halbschlaf noch vor euch sitze und euch da in irgendwelche Routinen mitnehme. Da seht ihr das wunderbar, was diese Teilchen auch können und vor allen Dingen, wie ich manchmal morgens aussehe. Ich sag's euch, fremder Mensch im Spiegel. Und die mag ich halt auch unheimlich gerne. Und wie gesagt, die Podas auch super gerne. Ich pack die einmal nach da hinten. So, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unsortiert, merke ich gerade. Egal, wir gehen hier eins nach dem anderen. Ich krabbel jetzt einfach hier weiter raus. Denn ich habe hier auch ein Teilchen gemacht. Das habe ich euch im Styvana-Video gezeigt gehabt. Ich war so neugierig darauf. Ich musste es einfach machen. Auch bei Styvana könnt ihr ja immer mit meinem Code ein bisschen abgrasen, wenn ihr möchtet. Aber auch so sind die Preise da immer richtig, richtig nice. Hier hatten wir jetzt ein Maskenpack drin von JM Solution. Und zwar Marine Luminous Pearl Deep Moisturizing Mask. Leute, die war so cool. Und ihr habt hier halt gleich drei Steps mit drin. Ich fand die richtig gut. Einmal Step 1 war halt so eine Essence. Die habt ihr euch hier rausgenommen. Ne? Das sind so verschiedene Abteile hier quasi. Habt ihr euch raufgenommen, auf die Haut massiert, dann die Maske draufgegeben und dann später hattet ihr hier noch so eine Face- und Augencreme. Die fand ich jetzt nicht mega toll. Ne? Die war ganz cool in Kombination halt mit Maske und dieser Essence. Aber diese Essence und Maske in einem, oh mein Gott, meine Haut hatte so ein, ja, so ein schönes Strahlen. Mochte ich super, super gerne leiden. Also das hier ist auch eine tolle Maske gewesen. Wenn wir bei tollen, tollen Masken sind, bin ich auch bei diesen hier. Und da habe ich ja auch hier Anti-Pickel-Bekämpfung war am Start. Gerade wenn ihr in diesem Moment so einen dicken roten Oschi irgendwo hängen habt, der euch nervt, hilft euch die auch ungemein weiter. Die beruhigt nämlich eure Haut und die nimmt auch diese Rötung so ein bisschen weg. Ich liebe ja auch die Oyster-Maske. Die war bei mir, ist bei mir auch immer so im ständigen Einsatz, ne, weil die auch so toll hautberuhigend ist. Aber die hier spendet halt auch so toll Feuchtigkeit. Das sind auch diese Biozellulose-Masken, die sich einmal an eure Haut rankuscheln und auch da bleiben und nicht irgendwie wegrutschen oder so. Und ihr habt halt wirklich so diesen Effekt, dass dieser Pickel so schön beruhigt und abgeschwollen schon ist. Mag ich auch super, super gerne und die sind auch immer toll. Aber Leute, I cannot say anything. Hier geht durch, es geht hier weiter. Ich sagte euch, ich habe ganz schön viele von den Pads gemacht. Ich glaube, da oben sieht man das?
Da hängt, glaube ich, noch meine Magical Effect Maske dran, weil ich diese Augenpads halt unheimlich gerne mache auch. Und dann halt eine Crème-Maske in den restlichen Bereichen, wo ich das brauche. Und das hier war auf jeden Fall eine morgendliche Augenmaske mit Magical Effect. Ich habe eben so schön von der Oyster-Maske geredet, ne? Leute, der ist, da ist die Kleine. Die ist übrigens so, ne? Und die hat diesen Austern-Extrakt irgendwie mit drin und ist eigentlich eine mattierende Maske, aber die spendet auch, also ich finde das, die trocknet meine Haut nicht aus. Genauso bei vielen Produkten, wirklich bei Dalton, dass die trotzdem gegen Unreinheiten sind, aber euch gleichzeitig Feuchtigkeit spenden. Das habe ich bei manchen Produkten, gerade wenn es so um Unreinheiten geht, da denke ich, oh mein Gott, okay, vielleicht hat es gerade gegen meine Unreinheit geholfen, aber meine Haut bröckelt einfach nur vor sich hin. Also da sehe ich ganz schlimm aus. Deswegen mag ich sowas halt gerne. Das hier ist so ein kleines Pröbchen, was ich hier nochmal rausgekramt habe. Und dann habe ich hier einmal auch, oh mein Gott, habe ich die noch hier drin oder sind die da drin? Ich weiß es nicht. Ich habe Ampullt. Und zwar Barbour SOS Ampullen Concentrate sind das Anti-Pickle Purifying Refining. Leute, ich sag doch, ich hatte hier ein kleines Pickelproblem und die fand ich auch ganz gut. Ich mag die Barbour Ampullen auch sehr, sehr gerne. Kommen für mich nicht an meine Dalton dran. Preislich nehmen die sich ja eigentlich auch nicht viel. Ich glaube, Barbour ist sogar teilweise teurer, gerade wenn ihr Ampullen dann mit Rabatt abgrasen könnt, ne? Aber auch gute Ampullen, ne? Also hier so meine Platz 1. Ich weiß nicht, ich muss gucken, ob hier was drin ist. Auf jeden Fall habe ich hier auch 7 Stück gemacht. Die mochte ich auch gerne leiden. Dann habe ich, ach so, wir waren bei Ampullen. Ihr seht schon, ich schweife ab. Leute, ich bin in Lavalaune. I'm so sorry. Hier kommt eine Handvoll. Ich guck mal gerade durch. Tatsächlich, ne? Hier kommt eine Handvoll Dalton. Und hier ist einmal diese. Eine habe ich hier noch reingeschmissen. Weil manchmal, wenn man im Bad ist, dann schmeißt man ja einfach rein, ne? Und hier ist so eine Handvoll Liebe. Es ist einfach eine Handvoll Liebe. Ich mag die so gerne. Ich muss gerade aufpassen. Ich habe nämlich bei einer, die wollte ich nämlich auch nochmal nachbestellen, wo ich mich zusammengerissen habe. Jetzt muss ich aufpassen, mich nicht anzufixen. Denn, wie gesagt, im Moment gilt mein Code. Und ich bin auch so ein kleiner Dalton-Code-Nutzer. Deswegen ist das immer so eine Sache. Und was ich auf jeden Fall in meinem Warenkorb hatte und dann wieder rausgeschmissen habe, waren diese Ampullen. Oh mein Gott, ich liebe diese Sleeping Beauty-Ampullen. Ich liebe sie. Das sind 2 Phasenampullen und die kann man halt so ein bisschen shakern und macht euch die abends auf die Haut, Leute. Ich liebe das, wie das meine Haut nährt, was für ein Glow ich am nächsten Tag habe, wie sich meine Haut anfühlt. Ich pack sie weg, weil sonst hole ich gleich mein Handy und bin am Bestellen. Deswegen, ich bin ganz schlimm in sowas. Ich fix mich nämlich auch gerne selber an, weil ich jetzt gerade denke, okay, ich brauche einfach mehr, weil ich die so gerne mag. Dann habe ich eine, die mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, viele mögen die nicht so. Ich persönlich mag die. Und da sieht man auch, wie unterschiedlich die Geschmäcker einfach sind. Das ist die Oh My Blush Ampulle von Dalton. Und gerade weil die mein Gesicht so schön erwärmt, gerade im Winter, gerade bei diesen Temperaturen. Und wenn ich dann mit meinem kleinen Schnucki-Putzi einmal spazieren war, also mit meinem Hund, nicht meinem Mann, dann ist das natürlich so, oh, ich liebe das danach, wenn ich so richtig durchgefroren bin, die mir drauf zu tun. Und was ich auch super gerne mag, ist die vom Schlafengehen drauf zu machen und dann ein Serum und tralala, weil ich das Gefühl habe, das regt halt, beziehungsweise das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Tatsache, das regt eure Haut einfach an. Da ist auch Koffein mit drin und dadurch zaubert das auch diesen leichten, rosigen Effekt. Ihr spürt das einfach auf der Haut, wie eure Haut arbeitet. Deswegen, die mag ich auch gerne. Übrigens, bei den Dalton-Ampullen, das ist, wundert euch nicht, ich benutze da keine ganze. Also ich brauche da selten eine ganze, außer im Moment habe ich so ein bisschen, gib mir Hydration auf die Haut. Ich meine auch, oder habe ich die noch,
Ah, nee, der Tüter liegt noch im Bad rum. Auf jeden Fall habe ich hier nämlich noch Kaviar Deluxe gemacht und ich habe auch diese Hyaluronic Urea Ampullen gemacht, weil meine Haut sehr, sehr durstig war, auch teilweise nach Feuchtigkeit. Deswegen, da ist natürlich auch die Kaviar Deluxe sehr gut und auch die Hyaluronic Urea. Dann eine weitere Ampulle, beziehungsweise Ampullen, die ich hier drin habe. Ihr seht das gar nicht, aber es sind halt Ampullen, sind die Q10 Ampullen. Meine Liebsten. Also wirklich so, ja, Sleeping Beauty Q10 sind so mit meine Liebsten und auch diese Q10 Ampullen mag ich so gerne, weil man richtig spürt, wie eure Haut angeregt wird und wie dieser Glow in euer Gesicht reinwandert. Ihr habt einfach eine gut durchblutete, gut arbeitende Haut, die dann auch das quasi ausstrahlt, ne? Also ihr merkt das richtig auf der Haut, ihr spürt diesen Effekt und dann schaut ihr in den Spiegel und ihr seht den Effekt. Dann habe ich hier eine, die mag ich halt auch gerne. Ich mag sie alle. Ich sag das immer dazu, ne? Ich bin halt eben begeistert von diesen Ampullen und wirklich, da hat mich Dalton auch wirklich zu einem kleinen Ampullensuchti gemacht. Auch damals schon beim ersten Kalender, da war ich auch noch so ein bisschen, oh, Ampullen, braucht man das so? Mittlerweile, oh mein Gott, Ampullen, her damit. Hier habe ich die Multitasking-Ampulle gemacht. Die ist eigentlich auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, für eher fettige Haut und hat halt einen mattierenden Effekt. Aber trotzdem spendet sie Feuchtigkeit. Und das ist für mich so eine wahnsinnig tolle Ampulle. Die fühlt sich einfach so toll an auf der Haut, weil die gleich so wie so ein Puder-Effekt hat. Die, und ihr geht auf über eure Haut und spürt das so richtig, wie die so, ja, so schön mattiert ist. Also ihr habt trotzdem dieses Strahlen, diesen inneren Glow, aber eure Haut ist trotzdem nicht speckig, ölig oder, ne, wenn man dann hier so ein bisschen nachölt und so. Richtig tolle, die könnt ihr übrigens auch hier, ich habe sie schon da reingeworfen, als Setting Spray nutzen, was auch sehr cool ist, mit dem kleinen Ampullensprüher, den ihr ja auch bekommt. Dann einer, die ich auch super gerne immer wieder mache, ist die No Filter Needed Ampulle. Und Leute, auch wenn ich hier manchmal schickimicki vor euch sitze, I hope so, ne? Kann ja auch sein, dass ihr jetzt gerade denkt, Alter, du siehst aus. Ne? Also, ich gehe auch sehr, 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 sehr häufig einfach ohne alles aus dem Haus. Ne? Ohne Make-up, ohne Tralala. Und da mache ich halt auch gerne so eine No Filter Needed Ampulle, beziehungsweise benutze halt so ein paar Produkte, die trotz dass ich eigentlich nichts benutze, meine Hautpflege mich schön macht. Wisst ihr, wie ich meine? Und mit dieser No Filter Needed Ampulle sieht man halt echt, echt, ja, schön aus von der Haut. Deswegen, ich mag die sehr, sehr gerne. Dann jetzt, so, hier einmal beiseite. Ich weiß nicht, ob noch was zum Vorschein kommt. Ich muss gerade selbst über mich lachen. Normal bin ich ein bisschen sortierter. Dieses Teilchen hier, ich habe es jetzt wieder im Badezimmer. Da bleibt es auch. Ich renne hier nicht los. Aber das sind unfassbar coole Teile, um euch die, ich müsste es mal nochmal machen, die Poren aus der Nase zu holen. Ach, manchmal, Leute, ich sag's euch. Die Mitesser aus der Nase zu holen. Das sind nämlich so kleine, die sind von Tiam, das weiß ich, so eine schwarze Box. Waren im Stylevana Adventskalender, oh mein Gott, 2022. Seitdem auch gesuchtet und zum ersten Mal ausprobiert. Und ich dachte, komm, das gibt nichts, Leute, die funktionieren so gut. Ich glaube, ich habe euch da, da gibt es auch, ich experimentiere mit euch wie. Da seht ihr den Beweis, wie das funktioniert. Ihr legt die drauf, 15 Minuten, lasst das auf eurer Haut, habt dann so ein Stäbchen und das holt euch so toll die Mitesser raus und 10.000 Mal besser wie jeder Pornstrip. Also das hier auch so eine kleine Stylevana-Empfehlung, die ich euch immer mitgeben kann. Und dann habe ich gemacht von, da sind wir auch Stylevana, Thank You Pharma, eine Centella Balancing Star Maske. Die war auch schön. Die hat die Haut schön beruhigt. Ich schaue mal gerade, manchmal werfe ich nämlich hier Masken rein. Die hatte unheimlich viel Serum mit drin. Und es steht hier übrigens auch Hydration mit drauf. Und das hat sie definitiv gemacht. Also wirklich die Haut schön durchfeuchtet und hat sich toll, toll angefühlt, hat jetzt kein mega Benefit gehabt wie Glitzer im Gesicht oder strahlende Haut, ne? Aber die Haut war halt strahlend durch diese Feuchtigkeit, die diese Maske gegeben hat. Fand ich auch eine sehr, sehr tolle Maske, muss ich echt sagen.
Eine meiner absolut liebsten Masken kommt hier aber auch zum Vorschein von Dalton. Und nein, es ist nicht die andere blaue, sondern diese Oxygen Bubble Maske. Ich liebe sie. Ich liebe diese Maske. Die ist so gut. Leute, schreibt mir gerne, wer die auch feiert, wer sie schon ausprobiert hat. Denn das hier ist für mich eine der besten blubbernden kleinen Freuden in meinem Leben, die meine Haut so genial klärt. Also wirklich, ihr habt so eine wunderschöne Haut danach. Ich habe die zum ersten Mal gemacht und war schon gleich schockverliebt. Ich weiß, die meisten auch diese anderen Masken bei Dalton, aber das hier ist so mein kleiner absoluter Favorit, was die Masken angeht. Auch wenn die Hydration-Maske einfach so wundervoll, ach, ich sag's ja immer, es ist bei manchen Sachen ist es echt schwer zu sagen, genau die, aber ne, das hier ist ein absoluter Hammer, weil die Haut strahlen macht. Eure Haut sieht nach dieser Maske geklärt aus, also rein aus. Ihr habt so ein tolles Hautbild danach. Die blubbert sich da einen ab, was riesen Spaß macht. Danach habt ihr wirklich dieses Schäumchen, was ihr euch nochmal auf dem Gesicht verteilt, die nimmt euch die abgestorbenen Poren runter, spendet dabei Feuchtigkeit. Also das hier ist eine riesen Empfehlung auch von mir. Ich bin gespannt, wer sie schon gemacht hat und wer sie auch für toll befindet, weil ich feiere die total. Jetzt habe ich einmal quasi, das Masken quasi, ne, hier hat sich wieder was verirrt, das Maskentöpfchen einmal schon durch, denn ich habe tatsächlich viele Maskentöpfchen gemacht, beziehungsweise Crememasken gemacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mir war es eher nach Crememasken. Hier und da seht ihr ja, kam auch mal eine Tuchmaske, aber vielleicht habt ihr das auch, dass ihr euch da je nach Präferenz, ne? Ist bei mir auch meistens, so eine Tuchmaske ist bei mir meistens Entspannung und so eine Crememaske ist bei mir meistens, ich muss gleichzeitig noch saugen, kochen, putzen, wie schneiden, irgendwas im Haus machen. Das ist natürlich Crememaske. Nicht ganz der Sinn von Masken, die sollten immer zur Entspannung sein, aber ne, ist bei euch wahrscheinlich nicht anders. Apropos Maske, kurzer Reminder hier einmal an euch, wenn ihr es noch nicht getan habt und ne, nutzt die Zeit vielleicht euch beim Schauen hinzusetzen, euch gemütlich zu machen und euch eine Maske aufzugeben. So, ne? Weiter geht es jetzt mit einem Teilchen, heiß geliebt auch von mir. Das ist das Niacinamide Serum Flawless Skin von Dalton. Auch eins meiner liebsten High Concentrates. Ich sag ja, ich habe euch auch ein Video dazu gemacht. Wie, was, wo, das könnt ihr nochmal genauer nachschauen, was ich hoffe, was vielleicht auch für euch von Interesse ist und auch hilfreich für euch ist, weil ich komme da selber immer gerne mal hin und wieder durcheinander. Deswegen, ich habe auch meine kleinen Spickzettel meistens unter diesen Teilchen drunter. Niacinamide ist natürlich so ein kleiner Hautschönmacher, mag ich gerne in ne, meine normale Pflege mit integriert. Ich wechsle mir da tatsächlich auch mit dem, das kommt wahrscheinlich im nächsten aufgebraucht Video, aber ich mag das super gerne mit dem Yepoda Repair Hero auch im Moment leiden. Aber anderes Thema hier wieder, ne? Ich würde euch gerne wieder, einen zulabern. Hier ist jetzt ein Teilchen, damit muss ich euch auch kurz zulabern. Ich liebe sie. Die sehen mittlerweile anders aus, aber ich bin ja ein kleiner Backup-Jäger und Bröbchen-Mitbesteller. Die könnt ihr natürlich auch immer bei Dalton mitbestellen. Und da nehme ich die halt sehr gerne her. Enzym-Peeling-Sticks. Leute, oh mein Gott. Wenn ihr euch nicht an irgendwelche anderen chemischen Peelings ranwagt, traut euch wenigstens an die. Die sind so angenehm auf der Haut. Auch Lieblinge von meinem Schatzi. Ihr habt an einem Stick, nicht, dass ihr denkt, ihr habt da nur einmal dran. Ihr habt da sehr, sehr. Also ich habe da bis zu vier bis fünf Anwendungen, kann man so sagen, wenn ich das im Gesicht benutze. Ne? Ihr könnt das natürlich auch auf den Schultern, auf den Arm, wo ihr möchtet, einmal benutzen. Welche von den besten Enzymen? Ach, das sind die besten fertig für mich, weil da habt ihr so einen krassen Soforteffekt bei eurer Haut. Es macht eure Haut weich, es schäumt schön. Ich habe andere Produkte schon gehabt, die schäumen dann nicht so, die bleiben nicht so auf der Haut. Das hier ist so eine einfache, schnelle Anwendung.
die so einen wahnsinnig tollen Effekt hat. Also die hier sind auch so must have in meinem Leben. Und dann habe ich hier ein nicht must have in meinem Leben. Das habe ich euch auch irgendwann gezeigt gehabt. Ich glaube, da habe ich aussortiert oder so. Da hatte ich die auch schon. Da habe ich mich ein bisschen durchgequält. Ne? Muss ich ehrlich sagen, den Rest habe ich schon weitergegeben. Das ist einfach nicht meine Reihe bei Dalton. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn ihr bei Dalton unterwegs seid, nutzt die Gelegenheit, lasst euch beraten. Greift auf diese Angebote zurück, damit ihr für euch die passende Hautpflege findet. Ich kann ja immer nur von mir berichten und ich sage das nicht ohne Grund immer wieder dazu. Haut ist unterschiedlich. Selbst wenn derselbe Hauttyp auf einmal zusammentrifft, kann es sein, dass der das Produkt gar nicht mag, was ich total feiere, ne? Deswegen sage ich das unbedingt auch immer noch mal dazu, ne? Nicht, dass hier, nutzt die Chance und holt euch Pröbchen zum Testen, ne? Das ist immer so der beste Weg, um irgendwas auszutesten und dann seht ihr schon, ob das für euch was ist oder nicht. Die hätte ich mal besser als Pröbchen gemacht. Ist ja eine kleine, ne? Ist hier einmal diese Night Recovery Cream Blue Essentials. Einfach für jüngere Haut auch gedacht. Die ist einfach nicht so meins. Ich mag die Nachtcreme noch lieber wie die Tagescreme. Aber ich mag auch die Nachtcreme nicht unbedingt. Ich mag auch tatsächlich, ich schnupper hier nochmal dran. Ich weiß nicht, ob ich den Geruch mag oder nicht. Das ist hier so ein Geruch, wo ich nicht weiß, irgendwie gut, angenehm. Und auf der anderen Seite denke ich so, nee, ist nicht meins. Ne? Auf jeden Fall die ganze Linie leider nicht meins. Und deswegen... Ne, weil ja hier nur, ich meine 15 Milliliter, das hat man ja dann auch mal schnell ausprobiert und ich bin um Erfahrung reicher. Um Erfahrung reicher bin ich auf jeden Fall auch bei dieser 15 Milliliter Creme. Die hat mich positiv überrascht und da sind wir auch wieder bei so einem Themachen. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte es nicht gedacht, dass diese Oyster Creme für Mischhaut wohlgemerkt bei mir trockenem Häutchen funktioniert. Aber hat sie. Sie hat trotzdem gleichzeitig Feuchtigkeit gespendet. Das ist wie bei dieser Oyster-Maske einfach. Ich möchte jetzt demnächst auch dieses Pipettenkonzentrat mal in Anwendung nehmen. Da bin ich nämlich auch sehr neugierig drauf, ob das vielleicht auch bei mir funktioniert. Wie gesagt, die Creme nicht so, für über Nacht würde ich die nicht holen. Da brauche ich einfach was Nährenderes. Aber über Tag hat die mir tatsächlich funktioniert und war eine schöne Creme, die so leicht auch abmattiert hat, eure Haut, aber ne, trotzdem Feuchtigkeit gespendet hat. Und das hätte ich bei der nicht gedacht. Ich dachte, okay, die ist ja so für Mischhaut und tralala. Okay, Mischhaut ist natürlich auch trockene Haut mit dabei, aber ich hätte eher gedacht, dass die bei meiner Haut vielleicht so trockene Stellen hervorruft. Und das sind wir wieder bei so einem Irrglauben, den man einfach vielleicht hier und da im Köpfchen hat, ne? Die bei mir super funktioniert. Dann, oh mein Gott, hier ist noch eine Zahnpasta, Leute, und die war so gut. Katrin freut sich über eine kleine pinke Zahnpasta. Aber Leute, die war so gut. Oh mein Gott, ich muss mir die beiseite stellen. Ich muss mal noch mal gucken. Möchte ich mir nachkaufen. Die war nämlich mega. Die hatte ein tolles Mundgefühl, die hat toll geschmeckt, ist hier von Cura Prox, BU Candy Lover. Okay, ich bin auch ein kleiner Candy Lover, ja, bin ich. Deswegen auch fleißig am Zähneputzen und die war echt gut, die war so angenehm, die hatte so kleine Pärchen mit drin. Vielleicht kriege ich das hier irgendwie, ich will mir das jetzt nicht unbedingt auf die Hand schmieren. Wo mache ich euch das denn hin? Ach, Katrin, wenn du über... Oh, da seht ihr es. Vielleicht. Ich verstecke mich mal. Seht ihr das? Die hat so sieht die aus, ne? Oh, da geht doch noch was, Katrin. Also, man sollte seine Zahnpasta echt hinten aufschneiden. Die werde ich noch einmal gleich benutzen. Hier, einmal ab auf den Tisch. Die will ich mir sowieso eventuell nachkaufen, wenn ich sie irgendwo finde und das nicht wieder vertittel, weil ich die echt toll fand. Und ja, da freue ich mich gerade drauf. So bescheuert manchmal. Aber so ist das eben. Dann habe ich hier was. Was hängt denn da dran? Irgendwas Gelbes. Ich weiß nicht. Ein Stück Post-it? I don't know. Ab mit dir, du Post-it. Einmal hier habe ich was leer gemacht. Our Receive ist auch eine koreanische Marke von Styvana. Interessantes Teilchen. Hatte ich ab unter die Dusche mir geschnappt. 100% vegan übrigens auch.
Und das ist ein Oil-to-Foam-Cleanser. Also das ist erst so ein Öl, was zu einem Foam wird mit Wasserkontakt. Wobei man sagen muss, das ist kein richtiges Öl am Anfang. Also ich habe im Moment ein Cleansing-Öl in Anwendung, das hatte ich euch auch gezeigt, was ich super, super gerne mag. Das hier ist schon so leicht schäumig, wenn es auf der Haut auftrifft, noch bevor Wasser dran kommt. Ne? Einmal das hier war, okay, würde ich mir aber jetzt nicht nachkaufen. Da habe ich einfach bessere Produkte. Und man muss ja auch immer dazu sagen, ne, ich bin hier ganz schön unterwegs. Aber ich habe ja auch hier und da viel zu Hause. Ne? Also deswegen, ne, manche Produkte, wenn da eins dabei ist, wo ich sage, okay, kaufe ich mir nach, dann ist das immer schon so meine kleine Aussage. Ne? Und hier ist eins und das kaufe ich mir immer wieder nach, weil es einfach richtig, richtig gut ist. Das ist ein Micellenwasser von Garnier. Wurde schon mehrfach nachgekauft von mir. Ist auch so ein kleines Produkt, was einfach mega gut ist. Es ist einfach super gut und ist auch für die Vorreinigung von eurer Haut, funktioniert gut, ist super, was angeht, auch die Lippen abzuschminken, ne? So wie heute habe ich mal Lippenstift drauf oder die Augen vorher, gerade wenn ich manchmal so in den Glitzertopf gefallen bin, ne? Dann brauche ich halt vorher wirklich was, was meine Augen vorher abschminkt, bevor ich dann mit dem Cleansing Balm oder Tralala dran gehe, weil das dann in meinen Augen hängt und Tralala, ne? Deswegen mag ich sowas halt auch gern und das ist hier dieses All-in-One, Augengesicht, ach dieses mit dem gelben Öl. Hier oben drüber einmal gut durchgeschüttelt. Das riecht übrigens auch sehr toll. Was mich hier ein bisschen genervt hat, mir fallen immer, ich bin halt ein kleiner Tollpatsch, mir fallen gerne mal Sachen runter, Brettern durchs Bad oder sonstiges. Und hier war halt das Problem wegen diesem Deckelchen, da ist mir der Nippi hier abgebrochen und da musste ich immer hier so einmal. Ne? Aber es hat noch funktioniert. 400 Milliliter, wie gesagt, mag ich super gerne auch. Dann habe ich getestet und Schatzi durfte ein bisschen mittesten. Der fand den sehr, sehr gut für Schatzi. Für mich war er zu trocken auf der Haut. Also das ist ein Cleanser hier von Avant und zwar dieser Blue Volcanic Stone Purifying und Antioxidizing Cleansing Gel. Das war, wie gesagt, einmal im Einsatz unter der Dusche auch, ne? Bei Schatzi super, super. Der war so begeistert. Der hat ölige, fettige Haut. Das ist immer so mein kleiner Mittester manchmal. Wo ich sage, okay, ich muss gucken, wie funktioniert das bei deiner Haut. Und bei mir, trockenem Häutchen, war der zu. Der hat zwar gut gereinigt, der hat gut geschäumt. Das war alles super, aber meine Haut hat danach gespannt. Und ich mag Produkte, wo das eben nicht der Fall ist. Und hier war das der Fall. Deswegen war das so eine Geschichte, ne? Also wenn ihr bei öliger, trockener, bei öliger, fettiger Haut seid, ist das vielleicht eher so ein Produkt. Ich meine, Avant müssen wir auch nicht über den Preis reden, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Preislich betrachtet kriegt ihr wesentlich bessere Produkte günstiger. So, ne? Einmal das. Aber für alle Avant-Fans ist das natürlich eine Sache. Ich meine, die Sachen kriegt man ja auch hier und da immer mal günstiger. Selbst auf der Seite bei Avant selbst kriegt man die Sachen günstiger. Oder man schnappt sich halt den Adventskalender, der ja auch preislich voll okay war. Dann hier. Ah, siehst du, Biber, ich habe letztens noch gesagt, oh, ich meine, ich habe das gezeigt, ich habe es noch gar nicht gezeigt, ne? Sind hier die zwei Teilchen leer geworden. Vielen Dank nochmal an die wundervolle Biber. Mein kleiner Schatz hat mich hier versorgt mit einmal nicht nur wundervollen Seifen, die sie selbst herstellt. Oh mein Gott, die sind so toll. Auch mal liebe Grüße hier. Die sind nämlich auch schon in der Dusche, ne? Auf jeden Fall hat sie mir hier mitgeschickt gehabt. Einmal Frudia Blueberry Hydration Toner, weil der bei Stylevana so oft ausverkauft ist. Und der ist richtig toll. Der spendet auch so schön Feuchtigkeit. Das ist so eine leicht gelige Textur. Mag ich super gerne. Sowieso Frudia ist super. Auch was das Blueberry Hydration Serum angeht. Auch das sehr, sehr häufig ausverkauft bei Stylevana und günstig dort zu bekommen. Tolle Produkte hat sie mir hier ein bisschen abgefüllt, dass ich halt auch testen kann.
Dann habe ich hier ein kleines Serum, das wirklich, da war ich ja schon am Schauen. Ich glaube, ich habe euch das in meiner kleinen Karussellfahrt schon erzählt gehabt, die ich euch abgefilmt hatte, wo so ein paar Sachen einfach drin waren, die ich im Moment, ich habe so einiges immer, nicht alles gleichzeitig, aber im Einsatz zum Testen. Unter anderem war dieses kleine Teilchen da drin. Sieht so unscheinbar aus, ne? So unscheinbar sieht es aus, aber es ist wahnsinnig toll. Bioeffekt EGF Serum. Leute, das ist toll. Das ist so ein Serum, was sich ölig anfühlt, aber nicht ölig ist und so toll Feuchtigkeit spendet für eure Haut. Aber preislich, holla, also der Preis ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, so toll das Teilchen ist, ich würde mich immer wieder freuen, wenn es irgendwo drin ist zum Benutzen, aber ich würde es mir nicht kaufen. Selbst bei Look Fantastic habe ich dann geschaut gehabt. Ich meine, ich hatte das auch aus dem Look Fantastic Adventskalender irgendwann mal rausgehauen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da dann auch geschaut und die haben ja oft gute Preise und dann gerade mit extra Prozenten und tralala, ne? Aber es war mir zu teuer und da ist dann echt so, wo ich sage, okay, irgendwann gibt es eine Grenze, auch wenn ich wirklich, was Skincare angeht oder Produkte angeht, ich meine, ich habe, ihr seht es ja, ich habe so ein bisschen Mischmasch, auch günstigere Sachen, aber ich habe halt bei Hautpflege bin ich so ein bisschen eigen und umso älter ich werde, umso eigener werde ich da drin, weil ich denke, okay, ich muss meine Haut gute Sachen zuwerfen und da bringen die Sachen von vor 20 Jahren halt auch teilweise leider nichts mehr, ne? So, ich schweife wieder ab, wie gewohnt, ne? Da sind wir halt wieder bei mir hier. Jeder, der da jetzt dran ist, weiß so, okay, so ist er halt, die kleine Schnabbeltante. Wir gehen zum nächsten Schnabbelobjekt und das ist etwas von Laneige, was ich gerne leiden mochte. Das sind, ich mag Esos Lieblingsprodukte, wie ihr wisst, sehr gerne. Ich gehe jetzt einfach davon aus, hier sind nur noch Leute, die mich sonst auch schauen. Oh mein Gott, voll dreist hier. Sorry, hi, für jeden, der jetzt noch dran ist und neu ist. Ich mag gerne Sleeping-Produkte, die mich im Schlaf einfach hydratisieren, schöner machen, Feuchtigkeit spenden und, ne, ist halt so. Irgendwie ist das so, im Schlaf hab ich nicht so viel Arbeit damit und wache halt schön auf. Finde ich halt ganz praktisch und auf jeden Fall war hier die Water Sleeping Maske mit Lavendel am Start. Die war toll. Die war sehr, sehr hydratisierend. Sieht man das hier noch? So ein paar kleine Reste sind ja meistens irgendwo drin, ne? Und die war sehr gelig von der Textur her. Die habt ihr euch schön aufs Gesicht gemacht. Und dann bitte schlafen. Nicht vorher noch mit dem Hund kuscheln oder mit Schatzi kuscheln, sondern erstmal gerade ins Bett, bis das Ganze ein bisschen eingezogen ist. Und danach aber wirklich toll feuchtigkeitsversorgt. Ne? Und dann habe ich hier was. Und das war ja so ein kleiner Grund, warum ich auch den Flaconi Adventskalender gekauft habe. Ich habe wirklich, das lasst euch, manchmal muss man sich echt bewusst machen, dass trotzdem nur 15 Milliliter in dem kleinen Oschi sind. Es sieht so viel aus, aber es waren halt nur 15 Milliliter. Das war schon relativ, naja, ich hatte schon eine Zeit lang dran, ne? Aber es war schon relativ früher aufgebraucht, wie es eigentlich aussieht. Es ist halt so eine schöne Verpackung für halt 15 Milliliter in dem Moment. The Rich Cream von Augustinus Bada. Eine tolle Creme. Ich mag die gerne, aber ist halt auch wieder so ein Moment wie dieses kleine, ne? Es wird Zeit für Adventskalender. Ich hätte mehr ausrasten sollen. Übrigens kann man die aber auch noch, ich bin hier fleißig dran, die auszukratzen, ne? Weil, ne, da pumpt sich halt nichts mehr hoch und dann kann man das einfach so einmal hier raus machen. Ich zeige euch das einmal. Ne, die ist ziemlich gut gequetscht, aber da geht noch was. Ich meine, was so teuer ist, da geht noch was. Und da sieht man erst, was das hier eigentlich drin ist. Ne? Also manchmal denke ich mir auch. Ich muss mal schauen, was ich hier mit... Manchmal, ich fülle auch gerne irgendjemandem was ab, falls ihr euch wundert, warum ich hier einfach irgendwas auseinanderquetsche und tralala. Und oh, das hebe ich auf, weil ich, wie die wundervolle Biber zum Beispiel, auch super gerne so ein paar kleine Gröbchen weitergebe für andere zum Testen. So, ich glaube, ich habe ja alles in der kleinen Box, ne? Einmal, auch die habt ihr abgearbeitet. Wisst ihr was? Ich muss noch ein Thumbnail machen und hier sieht es aus. Es ist
so cool. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, ich kleine Maus hier. Naja, jetzt ist zu spät und wir gehen einmal noch in die kleine letzte Krabbelkiste hier einmal. Und Katrin hat sich gedacht, so viel ist es ja nicht, da kann man hier ja mal ein bisschen Haushalt wieder mit reinschmeißen. Oh mein Gott, was habe ich euch hier reingemacht? Power Clean. Train Gel Active, super fein. Ah, ein Rohrreiniger habe ich hier einmal drin gehabt, weil ich habe. Leute, kennt ihr das? Oh mein Gott, das nervt so. Ich habe ja relativ lange Haare, ne? Und natürlich verliere ich meine Haare und die landen dann halt in einem Abfluss. Und wir haben ein sehr altes Badezimmer, alte Armaturen, tralala und auch die Dusche und. Oh, Leute, das kriegt man so nicht raus. Kennt ihr noch diese mit den, also, ne, diese kleinen Löchlein da? Und dann müsste ich das ganze Ding aufschrauben und komme da nicht dran, deswegen brauche ich das, ne? Also, wir sind so ein bisschen altmodisch hier noch unterwegs im Badezimmer. Wer das kennt, weiß, man braucht das halt. Da reicht auch nicht mehr der Pömpel, den man dann immer benutzt. Und Schatzi verflucht mich immer schon, ich mit meinen Haaren. Aber eigentlich ist es nur ein Haar, nur eins, was halt so sich verwirrt und drin hängt. Und dann kommt halt noch ein Haar und dann ist halt irgendwann verstopft. Deswegen, I need this. So, ne? Dann brauche ich auch immer hier sowas. Und das sind einmal, die habe ich, meine ich, mal von Nicole Nina Wien bekommen. Ich meine, meine kleine Kiko-Expertin, sind hier so kleine Cleansing-Vibes. Die hole ich nur für Swatches. Die waren aber ganz cool, weil die eher ölig waren. Ne? Also da hat man wunderbar die Swatches einmal weggekriegt, wenn ich euch wieder irgendwas Glitzeriges zeige. Dann haben wir leer gemacht. Was hängt denn da dran? Ich glaube, da hängt Haarfarbe von mir dran. Upsi. Haben wir leer gemacht aus dem Rossmann. Die sind ganz gut. Die Mundspülung. Och, Leute, hier eine Mundspülung vom Rossmann, die sind gut und brauchen wir immer. Und Schatzi mit seinen Zähnchen hier immer, der arme Kerl, der hier sogar an Weihnachten, ne, beim Zahnarzt gelandet ist. Da braucht man was immer im Haus, um da ein bisschen Linderung auch teilweise zu schaffen. Oh mein Gott, hier sieht's aus, Leute, diese Krabbelkiste. Hier, eine Creme, die war gut. Liebe Grüße, Jen, ne? Ist hier, hat sie mir extra reingemacht von Mixer, Urea Sika Repair. Die soll nämlich richtig gut sein. Habe ich dann auch gleich ausgetestet, war in meinem Adventskalenderchen drin. Und ich fand die auch gut. Aber die ist mit Urea und Niacinamiden übrigens. Also preislich, muss man echt sagen, ist das hier eine gute Creme. Ich bin ein bisschen penibelchen, was meine Hautcremes angeht, das weiß sie auch, weil ich mich halt immer so blutig kratze, wenn irgendwas nicht funktioniert. Da passe ich dann auch immer so ein bisschen auf, was ich verwende. Aber die hat durchgehalten. Was auf jeden Fall auch durchgehalten hat. Und oh Leute, bei The Body Shop, wenn ihr möchtet, da ist gerade, oh mein Gott, ist das noch? Ja, ich glaube schon, wenn das Video online geht, auch da ein riesen Sale zugange. Und ich bin ein bisschen in love, muss ich echt sagen. Diese Geschichte gibt es ja leider nicht mehr. Ne? Einmal diese Körperbutter von The Body Shop Love and Blums. Richtig tolle feuchtigkeitsspendende Körperbutter. Wirklich, muss man echt sagen, ich liebe gerade und suchte gerade so ein bisschen die Shea Körperbutter. Ich muss dazu sagen, die Düfte sind ja auch noch so ein kleiner Pluspunkt, wo ich denke, oh mein Gott, man möchte sich drin verlieren. Die habe ich tatsächlich mal von der wundervollen Unbox Butterfly Nicole bekommen. Der Duft war so, so lecker. Habe ich genossen, 50 Milliliter hier. Oh, man kann immer noch dran schnuppern. Wirklich, die Düfte sind so fantastisch und die Pflege ist auch echt gut bei The Body Shop, ne? Kenne ich schon. Selbst meine Mama kennt das noch von früher, ne? Und ich bin gerade so wieder auf meinem kompletten The Body Shop Trip, weil ich habe ja auch den Adventskalender mir geschnappt und auf jeden Fall mag ich die Produkte. So, und habe gerade so ein bisschen Body Butterlauf, ne? Gerade weil ich so trockene Haut habe. Gibt's bei Action. So, hier, ich muss mich selber stoppen. Gibt's bei Action. Liebe Grüße, Jen, vielen Dank. Sind Wärmepflaster, weil ich eigentlich
vielleicht der eine oder andere von euch weiß das bestimmt auch, habe ich hier und da schon mal erwähnt. Ich bin, was Schmerzen angeht, auch wenn ich hier immer fröhlich vor euch sitze, aber ich habe halt sehr schlimm Rücken. Wirklich schlimm Rücken, ne? Jahrelange falsches Heben etc. bla bla. Bandscheibe, Gedönse, haben glaube ich ganz viele. Das ist immer, ach, das ist so ein bisschen Quälerei. Deswegen helfen Wärmepflaster da unheimlich gut. Und diese gibt es bei Action. Und dafür, dass Action ja eigentlich immer gute Preise hat, waren die sehr gut. Dann habe ich hier, oh mein Gott, da muss ich auch lachen. Was? Leute, ich versuche euch, ich hole euch erstmal das Innere raus. Habe ich hier ein Teilchen von Vella. Und zwar Thermal Image. Richtig gut. Habe ich mir damals, ich habe da noch ein Backup, meine ich sogar von, ich bin mir gerade nicht sicher. Ist so ein Zwei-Phasen-Teilchen. Auf jeden Fall bei Amazon geshoppt. Gibt es aber auch bestimmt irgendwo beim Friseur oder sowas. Ne? Mochte ich gerne leiden. Das ist so ein, ne, ich bin ja auch hier, normal bin ich so ein kleiner, wuscheliger Krissel-Lockenkopf. Und wenn ich meine Haare klette, natürlich um die Haare so gut es geht, natürlich Schäden gibt es immer, aber dann kommt halt so eine Heat Protection drauf, bevor ich da einmal durchgehe. Die ist echt gut von Vella, kann ich euch empfehlen. Und dann habe ich hier, und da war das eben drin, es ist gerade so ein bisschen zugestaubt hier, Tücher, Kosmetiktücher, die richtig gut sind, gibt es bei Lidl, ist das, ne? Cien ist bei Lidl. Finde ich wahnsinnig toll. Die sind hier mit Aloe Vera und ich benutze die ja für, oh mein Gott, für fast alles. Unter anderem bei meiner Nase auch immer so, jetzt kommt hier eine ganze Krankengeschichte von mir, Leute. Aber ne, meine Nase ist ja auch immer so ein bisschen zu und tralala und ich muss mir tatsächlich bei jedem Mal, wenn ich so mein Gesicht reinige und tralala, muss ich mir auch immer die Nase putzen. Und ich kombiniere das quasi mit meinen Kosmetiktüchern. Ne? Ich meine, die braucht man ja immer für irgendwas und gehe mir damit halt gerade so ein bisschen übers Gesicht. Und dann kommt halt dieser Nasenschnäuber. Und da sind die mit Aloe Vera nämlich richtig gut. Die sind toll, die sind sanft, die sind seidenweich und fusselfrei, so wie es auch draufsteht. Mag ich gerne leiden. Ich bin hier schon wieder ich habe da hinten noch so eine Eckplatz, da kann ich noch was hinstapeln. Dann, komm, ich zeige euch das, weil da musste ich eben so schmunzeln. Ich musste so schmunzeln. Ihr wisst das, ich bin so in einer Daltensuchti. Ich mag Dalten halt unheimlich gerne. Ich habe hier noch eine Oyster-Maske, warum auch immer sie hier gelandet ist. Auf jeden Fall bestelle ich ja hier und da auch mal selber bei Dalton. Ne? Gerade wenn es Prozente gibt, schlage ich halt auch selber gerne zu, wie bereits erwähnt. Und natürlich schnappe ich mir auch Probensets, Leute. Also wer das nicht tut, ich weiß nicht. Manchmal gebe ich das ein oder andere weiter und dann manchmal sammle ich hier auch so ein bisschen für mich selbst. Und ja, in dem Falle habe ich hier so eine kleine Armada. Ich muss so lachen, ne? Aber das hier ist alles das ein und selbe Produkt, was ich mir halt in mein Tiegelchen reingefüllt habe. Und ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen eigen bei meinen Körperpflegeprodukten. Und es gibt halt ein Produkt bei Dalton. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So fantastisch. Leider ein bisschen teurer, deswegen auch nicht so ein Luxus, den man sich immer gönnen kann. Deswegen freue ich mich, ihr hört es hier schon poltern, Leute, freue ich mich halt eben, dass es solche Päckchen gibt, weil dann kann ich so ein bisschen, ne, auffüllen. Und das habe ich getan mit meiner heißgeliebten Anti-Aging Körperbutter. Diese Körperbutter ist für mich Top 1. So, da gibt es keine andere Frage. Das ist Top 1. Das ist natürlich, dann sind wir wieder so ein bisschen Preis-Leistung. Ich sage ja, The Body Shop zum Beispiel, auch die Körperbutter ist sehr gut. Ich habe auch, Asam zum Beispiel hat auch tolle Körperpflegeprodukte. Aber diese Körperbutter ist für mich Platz 1, denn vielleicht habt ihr das auch. Erstens, ich habe Schuppenflechte. Sieht man auch wunderbar immer an meinen Händen. Ich habe das aber auch an den Beinen. Und ich habe sehr trockene, juckende Haut an den Beinen. Das heißt, ich kratze mich
wirklich, ich kratze mich blutig. An den Armen auch, aber da ist es nicht gerade so schlimm. Aber an den Beinen, im Schlaf. Ich wache morgens auf, ich denke, meine Beine jucken so, guck runter und ich habe mich blutig gekratzt, wenn ich ein Körperprodukt verwende oder eine Körpercreme verwende, die für meine Haut nicht funktioniert, die nicht reichhaltig genug ist. Deswegen ist das bei mir so eine kleine Liebe, denn diese Körperbutter funktioniert. Und zwar nicht nur, wenn ich die benutze, sondern ich mache die ein, zwei, dreimal in der Woche, je nachdem, wie mir gerade ist, ne? Und trotzdem kann ich dann andere Produkte verwenden, ohne dass meine Haut zu krass austrocknet, weil diese Inhaltsstoffe einfach so meine Haut, also dieses Gleichgewicht, diese Feuchtigkeit spenden, dass das bei mir nicht passiert. Und deswegen ist das für mich eine riesige Liebe einfach, weil es mir Schmerzen, Gejucke, unangenehme Momente einfach erspart. Und für mich, ne, hier kleiner Probenjäger, habe ich da gesessen und habe die halt umgefüllt in meinen großen Pott. Ne? Einmal, ich dachte, ich zeige euch das mal, ne? Weil vielleicht habt ihr dasselbe und dann könnt ihr euch das wunderbar einmal umfüllen. Kurze Schwärmerei aus Leidenschaft zu diesem Produkt, weil es so toll ist. Dann habt ihr es hier die ganze Zeit poltern gehört. Komm, ich hole mal hier die kleine Polterecke raus. Ich muss die noch sauber machen, weil ich möchte die wieder verwenden. Oh mein Gott, es riecht immer, es riecht so lecker hier raus. Ich liebe es. Ihr seht schon, hier ist kleine Kerzeneskalation am Start. Und zwar habe ich hier so ein bisschen Ava & May gemacht. So ein bisschen Ava & May inklusive Streichholz. Ja, auch diesen Kalender hatte ich, habe ich euch auch nie gezeigt. Es gibt manchmal, ich zeige euch nicht immer alles, weil ich dann so hinterherhänge, wo ich denke, ach, das will eh keiner mehr sehen, ne? Aber ich mag die Sachen halt. Und manchmal bin ich so, okay, ich zeige es euch trotzdem, egal, ob ich ein Jahr hinterherhinke. Was ich euch mal nicht gezeigt habe, war diese Kerze. Und zwar diese Wien-Kerze, Austria in Vienna, ne? Die nach Kaffee duftet. Oh mein Gott, sie riecht so gut. Ich liebe diese Kerze. Ich liebe diese Ava & May Düfte, die man einfach nur riecht, wenn man in den Raum reinkommt und nicht während man im Raum ist. Also das ist ein großer Pluspunkt bei Ava & May. Ich bin sowieso, ich muss euch mal abfilmen. Mein Gott, ich bin so ein Duftkerzen-Junkie, wirklich. Leute, ich mache euch mal nochmal einen Kerzenhaul, denn unter anderem ist die bei Ava & May nämlich nochmal zu kaufen gewesen und auch da habe ich nochmal zugeschlagen. Und oh, wenn ich diesen Duft schon rieche von dieser Kerze, geht mir das Herzchen auf, mag ich unheimlich gerne, ist leider nicht komplett abgebrannt, sieht man hier ja, ne? Aber ich liebe auch diese Gläser. Da werde ich definitiv Pinselchen reinmachen. Da muss ich mit heiß hier das Wachs nochmal rausmachen. Und dann, ne, geht das ab. Ich habe hier keinen Platz mehr. Ich stelle wieder zurück. Ich weiß ja, dass ich bei Kerzen war. Ich habe aber auch, und das habt ihr ja gerade schon gesehen, einmal gemacht Special Edition Violet. Oh Leute, die ist auch richtig, richtig lecker gewesen. Dann habe ich hier einen tollen Duft gemacht. Oh mein Gott, der war so männlich lecker. New Zealand. Oh, der hat so gut geduftet, wie so ein Männerparfum, ne? Also, ich dachte, vielleicht denkt Schatzi, ich hätte hier Männerbesuch gehabt, ne? Aber der fand den auch wahnsinnig toll. Ein toller Duft. Einmal hier. Ich habe jetzt hier ein bisschen Ruß an den Fingern. Marokko habe ich gemacht. Marokko war okay. War jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Aber, oh, den habe ich von Antje gekriegt. Auch so eine kleine Duftsuchti. Und die mag Ava & May auch so gerne. Und Japan war unheimlich gut auch. Oh, den mochte ich gerne leiden. Und das war es, was Kerzen angeht. Hier in dieser Kiste. Dann habe ich hier noch ein bisschen geduftet. Oh, von wem war das? Biba oder Moni? I'm not sure. Entschuldigung. Sweet Vanilla. Und zwar ein Haarparfum. Leute, das habe ich, das war sehr, sehr süß. Also sehr, sehr süß, vanillig. Das habe ich nicht in meine Haare gesprüht. Aber ist hier mit Shiny Hair, mit seinen Proteinen. Ich habe es im Bad gesprüht, muss ich sagen. Ne? Nicht nur Kerzen kann man im Bad machen, ne? Wenn es mal ein bisschen müffelt.
kann man auch mal hier so ein bisschen Vanille sprühen und sagen, siehste Schatz, bei mir duftet alles nach Vanille. So, ne? Da kam das halt in Einsatz. Das ist halt mir persönlich für an mich zu sprühen zu süß gewesen. Dann habe ich hier ein kleines Wild. Ein kleines Wild mit drin. Jasmin, Mandarine, Blossom. Einmal gibt es ja immer diese Filler. Ich mag diese Deos super, super gerne, Leute. Ich mag sie gerne. Ich habe nachgeshoppt. Ich sage ja, ich muss euch noch so viele Videos filmen. Ich mag aber diesen Duft Jasmin, Mandarine, Blossom nicht so gerne. Ist nicht mein Favorit. Aber ne, wird auch weggepinselt. Dann haben wir hier Guess What You'll Be Naked in a Minute. Ein kleines Kaffee-Peeling von Frank Body. Erstens ist das super lustig. Es macht zwar eine Riesensauerei, also macht so Kaffee-Peelings, finde ich persönlich immer, wenn ihr eh vorhabt, die Dusche zu schrubben, ne, dann gibt euch so ein Kaffee-Peeling, nämlich die richtige Motivation dazu, eure Dusche zu reinigen. Mag ich gerne. Das ist echt ein tolles. Erstens riecht es lecker nach Kaffee. Ne? Ich mag ja Kaffeeduft sehr gerne. Und es ist gleichzeitig schön schrubbend und pflegend. Ich mag es, wenn Peelings pflegend sind. Ne? Hier habe ich eins, das war nicht so pflegend. Das war sehr, oh, das habe ich hier bei Best Secret übrigens gekauft. Hello Body Summer of Love, The Teams Body Scrub. Das war sehr, sehr fein. Also für Körperpeeling zu fein in meinen Augen, weil ich mag das gerne, wenn das schrubbt. Und wie gesagt, ich mag es gerne, wenn es so ein bisschen leicht ölig, feuchtigkeitsspendend ist. Das war das hier leider nicht. Auch wenn es ganz gut geschrubbt hat. Das war so wie so, so eine Tonerde-Gedönse hier drin. Hat gut geduftet auf jeden Fall. Also der Duft ist völlig okay. Und man, hört ihr das? Das sind diese kleinen Peeling-Partikelchen hier. Wie Sand war das irgendwie. Fand ich nicht so gut. Dann fand ich leider auch nicht gut einmal dieses hier. Hatte ich aus dem Sommer-Adventskalender bei Sephora mal neu. Der Duft war super gut, aber dieses glitschige Zeug ist für mich halt auch wieder kein Peeling. Ich meine, für viele mag das ein Peeling sein, für mich nicht. So, es hat toll geduftet. Es ist auch noch was drin, wo ich, weiß nicht, da ist auch immer so ein bisschen Wasser bei mir mit drin. Ne? Ich sage ja immer, ich spüle ja immer gerne. Aber das hat nichts geschrubbt, das hat nichts gemacht, das hat einfach nur gut geduftet. Da waren ein paar hier vereinzelte Partikelchen drin, die mal so getan haben, als würden sie meinen Körper peelen. Aber nee, war nicht meins. Schatzi, Havel, Haargel war gut. So, Schatzi Sachen wieder hier drin, ich weiß es nicht, der und sein Haargel. Limited Edition Fresh Almond Style, das war richtig gut, das habe ich euch reingeworfen, weil ich das nämlich sehr lecker fand vom Duft her und euch das berichten wollte. Oh, da hat Schatzi immer gut gerochen mit, hat jetzt ein anderes, das ist auch gut, aber das hier riecht nach Schatzi für mich und das mochte ich gerne leiden. Schatzi hat das auch für okay befunden, aber ich mochte es gerne. Dann habe ich hier, oh mein Gott, wo ist denn der Conditioner dazu? Habe ich euch den schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Ne? Conditioner ist ja meistens früher fertig wie Shampoo. Maui Moisture Hair Care wollte ich mir damals schon kaufen. Bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das war nicht so meine Pflegewirkung für die Haare, die ich mega toll fand. Also habe ich einfach bessere Teilchen davon. Ne? 100 Milliliter, es hat super lecker geduftet. Übrigens nach Kokosnuss und Feige und Aloe Vera und Mango ist hier einmal mit drin. Super toller Duft, aber Pflege, nicht genug Pflege. So, ich beschwere mich hier über die Pflege. Dann haben wir das durch. Wie gesagt, ich muss hier gerade mal ein bisschen umstapeln. Ein, oh mein Gott, sieht so aus. Zeige ich euch das? Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Ruß dran. Ja, ich zeige es euch, komm. Es sieht halt aus, ne? Also es ist halt auch im Einsatz, muss man ja dazu sagen. Was hier ein bisschen blöd ist, ist immer, dass die Ränder abgehen. Ne? Also ihr habt hier gerade quasi ein gratis Highlighter mit dazu, weil durch dieses Öl, was man dann noch an Händen hat, wenn man sich dann noch ein bisschen nachholt, löst sich das halt alles so ein bisschen. Auf jeden Fall hier, oh mein Gott, das ist auch so ein absolutes Nachkaufprodukt bei mir. Bei Dalton hatte ich auch schon im Warenkorb. Und da muss ich jetzt wieder aufpassen, dass ich mich nicht anfixe. Auf jeden Fall
ist das einfach, oh mein Gott, so ein tolles Öl. Das könnt ihr übrigens auch als Haaröl, ne, für die Haarspitzen benutzen. Ihr könnt das am Gesicht benutzen. Ihr könnt das als Badezusatz benutzen. Ihr könnt das all over your body Öl benutzen. Auf jeden Fall aus dieser Natural Corrector Reihe. Und ich habe immer Angst, das geht raus. Das darf da halt nie rausnehmen, weil da ja hier und da auch mal was verschwindet. Zum Beispiel diese Creme M auch, wo es nicht mehr gibt. Und das hier ist mein absolutes liebstes Öl, was es gibt für den Körper. Ich habe hier extra noch ein bisschen drin, ne? Und das ist halt ein Öl mit Vitamin A mit dabei, also mit Retinol. Und ihr nehmt euch das und wie gesagt, ihr könnt das für Hände, für Füße, für Haare, für Gesicht, für alles nehmen, wo ihr möchtet. Ein Öl, was ihr auftragt auf eure Haut, was aber 0,0 klebrig ist. Das heißt, ihr macht das hier drauf, ihr zieht eure Klamotten an und es klebt halt nichts dran. Es sifft nichts durch, es macht eure Klamotten nicht ölig oder sonst irgendwas, sondern zieht in eure Haut ein. Hilft wunderbar bei diesen Pickelchen, die man manchmal an Armen und Beinen hat, auch durch die Kälte. Und wie gesagt, hier jetzt einfach ein bisschen ab in die Spitzen rein und auch auf meinen Beinen. Es spendet toll Feuchtigkeit. Ich mag das unheimlich gerne. Ne? Einmal das hier auch mega Empfehlung. Wie gesagt, ich kleine bin ja immer so ein bisschen, was Körperpflege angeht, ein bisschen eigen. Aber das hier ist, oh mein Gott, I love it. Und es ist auch so schön. Ne? Es schenkt auch so einen schönen Glow. Auch wunderbar hier gerade. Ne? Wenn ich schon noch ein bisschen an Händen habe, hier wird ja nicht verschwendet. Ja, an Ellenbogen und sowas ist das natürlich auch toll und an den Knien, die ja eh meistens so ein bisschen extra Feuchtigkeit brauchen. Dann habe ich hier ein Teilchen und das habe ich mir mal, ich weiß nicht, wo es her ist, Made in Italy, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt hier, ist auch, glaube ich, ganz egal, ne? Ich darf hier nicht so viel von schwärmen, habe ich nämlich mal im TK Maxx irgendwann gekauft, war ein Duschscrub. Ne? Mit Mandelschale drin. Kein Peeling. Es ist kein Scrub. Es ist kein Peeling. Es hat nicht geschrubbt. Aber es war ein wundervolles Duschgel, was so lecker nach Mandeln geduftet hat. Oh mein Gott, dieser Geruch davon war amazing. Ich habe es geliebt. Mm, auch jetzt noch, das riecht so nach Marzipan, Mandeln. Einfach super, super. Oh, ich könnte da nur schnuppern. So einen schönen Schaum gemacht, ne? Also, wie gesagt, diese Peeling-Partikelchen da drin waren für mich nicht tick. Die ignoriere ich. Aber als Duschgel, pflegend, toll duftend, wunderbar. Also, ich würde es mir tatsächlich wieder kaufen. Wohlgemerkt als Duschgel. Ich habe 4,99 dafür bezahlt. Der Aufkleber hat hier überlebt übrigens. Aber, ne? Ich glaube nicht, dass man das noch irgendwo herkriegt. War richtig toll. Dann noch ein letztes Teilchen, Leute. Und dann sind wir hier einmal durch. Und da ist mir irgendwie ein bisschen ausgelaufen. Ich liebe diese Krabbelkisten hier, ne? Wenn man so seinen ganzen Müll da einfach reinschmeißt, um ihn bei YouTube zu zeigen. Oh lol. Aber ich finde es auch selber immer interessant. Deswegen, ich liebe selber diese Aufgebraucht-Videos. Und so ein bisschen die Eindrücke zu erfahren. Ihr seht es vielleicht hier schon rumwackeln, weil ich wieder ich halte einmal still für euch. Espa. Leute, ich habe da geschoppt. Ich habe mir Nachschub geholt. So großartig, so großartig. War aus dem, ich glaube, das war aus dem Adventskalender von Espa. Ihr wisst das, ich mag die Marke, gibt es bei Look Fantastic mit Prozenten oft. Deswegen könnt ihr immer mal schauen, ne? Wenn es gerade richtig gut reduziert ist. Und da sind auch die Weihnachtssachen im Moment so ein bisschen reduziert. Deswegen schaut mal vorbei. Fitness Shower Gel. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich habe ja immer so ein bisschen Rücken und Schmerzen und dies und das und jenes. Oh, das war so eine mentholig frische, kühlende Anti-Schmerz-Moment in meinem Leben, wie ich das drauf gemacht habe. Richtig toll, da gibt es auch diesen Muscle Balm. Ich saß schon mal dazu, weil ich habe mir so ein Set gekauft. Werdet ihr vielleicht irgendwann sehen. Auf jeden Fall ist das auch ein Shower-Gel. Ich mag ja eh diese Öle auch super gern. Und
Hier, das ist wie ein Duschöl in dem Moment, wenn ihr das benutzt. Also wahnsinnig tolle Konsistenz. Ich kriege bestimmt noch irgendwas raus. Danach bin ich eh durch und dann habt ihr das auf jeden Fall. Ah ja, da ist es. Habt ihr das gesehen, ne? Und da muss ich hier einmal aufräumen. So, da ist es einmal am Start. Und ihr seht das vielleicht, das ist halt ein Duschöl irgendwie. Sehr, sehr pflegend. Und dabei halt dieses, oh, dieser Geruch, ne? So ein bisschen mentholig irgendwie. Und das kühlt eure Haut. Und dadurch lindert das einfach so den Schmerz oder durchblutet eure Haut. Ich kann das immer so schwer, entweder kühl oder heiß, ne? Ist bei mir immer so manchmal eins. Und das hier ist jetzt schon, ne? So ein angenehmer Effekt. Ich meine, es wäre kühlend. Also ich lege mich jetzt auf Kühlen fest und das auch, wenn ihr irgend sowas habt, eine Riesenempfehlung, weil das ist echt, echt toll. Und gerade wenn es dann günstiger zu schießen ist. Ich schaue mich hier in meinem kleinen Chaos um, freue mich jetzt drauf, noch irgendwie ein Thumbnail zu basteln. Hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ganz doll Spaß an meinem kleinen Quatsche, was ich euch aber vorher angekündigt habe, dass es passieren könnte, weil ich in Lavalaune bin. Aber ne, wir sind ja hier unter uns. Wir quatschen ja gerne mal miteinander, auch wenn es ein bisschen Blödsinn hier und da ist. Hier und da shoppen wir gemeinsam. Hier und da sind wir zusammen einfach schwach und verstehen uns. Egal, wo das gerade ist, ob es Prozente gibt oder irgendwas anderes. Ne? Und teilen auch hier und da mal ein bisschen Haushalt miteinander. Ihr Lieben, ich quatsche immer noch, aber ich glaube, ich habe euch lang genug zugesabbelt und schicke euch ganz viel Liebe raus. Verabschiede mich an dieser Stelle jetzt wirklich. Deswegen tschüssi!